Oderle Bastelzeit und heute soll es mal wieder um die Dinger hier gehen. Ja, Lithiumzellen mal wieder. Heute mal mit dem Thema, was aufkommt, wenn man mit mehreren Zellen arbeiten möchte. Aber fangen wir erstmal an. Lithiumzellen, wie habe ich die bisher meistens gezeigt? Naja, wir haben eine Zelle und dann haben wir hier eins von diesen Boards dazu, die entsprechend alles Nötige machen. Hier das ist im Prinzip ein Laderegler. Der macht konstant Strom und konstant Spannung, um das hier per USB zu laden. Aber wichtig, hier bei dem größeren Board sind noch hier hinten die beiden Bauteile drauf und das ist die sogenannte Protection. Das heißt also, die sorgt dafür, dass wenn die Spannung zu niedrig, zu hoch wird oder ähnliches, entsprechend die Zelle abgeschaltet wird. Ebenfalls macht er hier eine Kurzschlusserkennung. Das heißt also, wenn der Strom zu hoch wird, schaltet er die Zelle ab. Das heißt, auch da ist nochmal ein gewisser Schutz drin. Trotzdem sollte man besser noch eine Schmelzsicherung oder sowas dazu machen. Das ist meistens zuverlässiger als eine elektronische Abschaltung. Nochmal so als kleines Sicherheitsnetz. Das hier funktioniert auch schon soweit relativ gut. Und wenn wir dann hier den Ausgang haben, haben wir die Batteriespannung. Das heißt also irgendwo zwischen 3 Volt und 4,2 Volt meistens. Das ist für einige Sachen okay, wenn wir zum Beispiel hingehen und wollen irgendwie einen Mikrocontroller mit 3,3 Volt betreiben, können wir ein LDO dazwischen setzen, einen Low-Dropout-Linearregulator, der die Spannung entsprechend dann runtersetzt oder natürlich auch einen Schaltregler, der auch die Spannung runtersetzen kann und so dann unseren 3,3 Volt-Controller macht. Wenn wir aber höhere Spannungen wollen, wie zum Beispiel 5 Volt, na, dann müssen wir in die andere Richtung gehen, brauchen wir einen Schaltregler, der dann Step-Up macht, also einen sogenannten Boost-Konverter. Der nimmt dann die Spannung, die von hier rauskommt und macht daraus dann 5 Volt. Heißt aber natürlich, wir haben immer noch unser Verhältnis, die Leistung bleibt gleich. Wenn wir die Spannung hoch machen, dann muss entsprechend der Strom runtergehen. Das heißt also, wenn wir am Eingang 4 Volt mit 1 Ampere ziehen, kommen hinten zwar 5 Volt raus, aber wir können nicht 1 Ampere ziehen, sondern weniger entsprechend, zum einen im Verhältnis, zum anderen durch Verluste. Für die meisten Sachen reicht das, gerade wenn wir so gucken, so ein Akku, der kann meistens ein paar Ampere ab. Das kommt ganz drauf an, welches Modell gerade eingesetzt wird. Meistens ist eine Modellnummer drauf gedruckt, muss man das Datenblatt einmal suchen, dann kann man den maximalen Endladestrom sich zusammensuchen. Das gibt es dann natürlich auch fertig. Relativ bekannt sind hier solche Powerbanks zum Beispiel. Wenn man so eine kleine Bank hat, dann hat man da meistens einfach nur eine 18650er drin. Das heißt also im Prinzip dasselbe, was wir hier auf dem Board haben, plus diese 5 Volt Sache, um hochzusetzen, haben wir hier auf einem kleinen Board, was hier oben dann ist und entsprechend da die Verbindung herstellt. Einmal zum Akku hier unten, die Lademöglichkeit über Micro-USB mit dem Chip und dann haben wir auf der anderen Seite hier unseren USB-Port, der dann auch 5 Volt ausgeben kann. Also, alles schön? Ja, bedingt. Denn dieses ganze Konzept hier hat noch zwei Probleme. Wir haben nämlich im Moment, wie wir sehen, nur einen Akku. Das heißt, wir sind bei Leistung und auch bei der Laufzeit, bei der Batterielaufzeit, auf die Specs von dieser einen Zelle hier festgelegt. Was aber, wenn wir jetzt eine höhere Laufzeit oder eine höhere Stromstärke benötigen? Nun, dann müssen wir mit mehreren Zellen arbeiten in einem Akkupack. Am einfachsten geht das, wenn es uns einfach um die Laufzeit oder um den Strom geht. Denn ja, was wir dann machen können, ist einfach mehrere nehmen und, sagen wir mal, wir haben jetzt hier mehrere Akkus, die legen wir nebeneinander, plus nebeneinander, minus nebeneinander und dann können wir die im Prinzip verbinden. Das Einzige, was wir machen müssen, bevor wir die verbinden, ganz, ganz wichtig, sie müssen die gleiche Spannung haben, wenn wir sie zusammenklemmen. Denn ansonsten, wenn die hier zum Beispiel 3 Volt hätte und die hier hätte 4,2 Volt und wir würden jetzt die mit einem Metall oben und unten zusammen machen, naja, dann versucht diese Zelle hier, die hier zu laden und da ist nichts dazwischen. Das heißt, da können schon mal sehr hohe Ströme fließen. Das kann dann entsprechend Akkus oder das außenrum beschädigen. Aber meistens, wenn ihr so einen Akkupack kauft, habt ihr ja auch die Zellen vom selben Hersteller aus derselben Charge. Im Zweifelsfall werft ihr sie vorher nochmal in ein Ladegerät, was dann entsprechend die nochmal auf die kompletten 4,2 Volt hebt oder Storage Charge, ist egal, Hauptsache gleiche Spannung. Und dann kann man die zusammenschließen. Und das ist ein Konzept, was auch häufig aufgenommen wird. Zum Beispiel in größeren Powerbanks, wenn wir hier gucken, hier ist zum Beispiel eine, da passen dann mehrere von den Zellen rein. Und
und die hier einlegen, können wir im Prinzip die nächste holen und die hier reinlegen. Ich werde es jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, wie der Spannung aussieht. Wobei, wir können es ja mal gerade mal spaßeshalber gucken. Die stammen aus einem Akkupack, das heißt, theoretisch sollten sie ungefähr gleich sein. Also, schauen wir mal, was hat der Akku, den wir hier drin haben. Der ist aktuell bei 4,15 Volt und der hier ist bei, mit Sicherheit nicht 4,8 Volt. 4,03 Volt, das wäre also eher schlecht, den einzubauen. Was haben wir hier? 4,16 und 4,16. Das heißt, die Zelle hier ist ein bisschen schwächer als die anderen. Die hier, haben wir ja gesehen, die sind jetzt ungefähr gleich. Das heißt, ich könnte die hier holen und problemlos hier gleich machen. Dann haben wir entsprechend eine längere Laufzeit. Denn hier ist im Prinzip rechts und links einfach nur ein Metall, was die Zellen dann parallel schaltet. So, das heißt also, wenn wir jetzt hier unsere, gerundet 2 Amperestunden haben, hätten wir jetzt 2, 4, 6 Amperestunden in unserem Akkupack. Ansonsten ist das immer noch das gleiche Konzept. Wir haben immer noch einen Lade-IC hier irgendwo drin, der per USB hier die Zellen laden kann. Und wir haben immer noch, wie auch hier drin, einen entsprechenden Boost-Konverter, der aus den 4 Volt von den Akkus zum Beispiel die 5 Volt am Ausgang macht. Kann man relativ gut an jeder großen Spule erkennen. Hier jetzt natürlich noch in fancy mit irgendwie Prozentanzeige und so weiter, aber ja, ihr seht das Konzept. Und das Ganze hat noch einen Vorteil, denn dadurch, dass die Zellen jetzt parallel sind, teilt sich auch eine Last auf die Zellen auf. Das heißt, wenn eine Zelle, sagen wir mal, 5 Ampere ziehen könnte, naja, dann könnte man jetzt sagen, okay, 3 Zellen, 15 Ampere können wir ziehen. Man sollte natürlich drunter bleiben, man muss berücksichtigen, dass auch die Busbars das mitbekommen können, dass je nachdem, wie die Zellen sich unterschiedlich entladen, dass das ein Problem sein könnte. Aber generell kann man sagen, wenn es gleiche Zellen sind, ungefähr ein Vielfaches. So, also, wir können den Strom, den wir hier rausholen, entsprechend erhöhen. Wir können die Laufzeit entsprechend erhöhen. Also, haben doch eigentlich alles gelöst, oder? Ja, fast. Denn das hier funktioniert nur für kleinere Lasten. Hier der USB-Port, was hat er? Lasten mal irgendwie 2 Ampere haben, steht hier irgendwo drauf. Nö, tut's nicht. Aber sagen wir mal, der hier wird irgendwie so, was weiß ich, 3, 4, 5 vielleicht Ampere aus den Akkus ziehen. Was, wenn wir jetzt eine größere Leistung am Ausgang benötigen? Zum Beispiel, weil wir sagen, wir wollen nicht irgendwie 5 Volt mit einem Ampere, sondern wir wollen 12 Volt mit einem Ampere. Ist ja entsprechend, wenn wir das in Watt umrechnen, ein bisschen mehr, ne? Naja, technisch geht das. Technisch können wir auch hier den entsprechend durch einen anderen Step-Up oder den hier modifizieren, dass er statt 5 Volt 12 Volt ausgibt. Nur die Sache ist, wenn wir jetzt 1 Ampere bei 12 Volt ziehen, brauchen wir natürlich deutlich mehr an Strom, den wir aus den Akkus rausziehen, was die Akkus zwar abkönnen, aber das heißt natürlich auch, wir müssen diesen ganzen Strom durch unseren Step-Up-Regler machen, mit Spulen, mit entsprechenden MOSFETs und da werden die höheren Ströme schon ein Problem. Es ist zwar technisch kein Problem, das zu machen, aber man hat größere Komponenten, man braucht entsprechend mehr Platz, eventuell gibt es mehr Abwärme und das sind alles eher Sachen, die man nicht haben möchte. Und naja, irgendwie größere Leistungen versorgen ist für so Akkus jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, denn naja, es gibt zum Beispiel Laptops und ich weiß, das ist jetzt irgendwie Steinzeit für andere, Laptops hatten früher Wechselakkus. Da konnte man noch sehen, was da drin ist. Aber auch in neueren Akkus ist im Prinzip sowas Ähnliches hier verbaut. Wir können hier schon grob sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier sind nämlich so Rundungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wahrscheinlich hier unten 7, 8. Das heißt also, hier werden 8 von diesen Zellen hier drin verbaut sein. Entsprechend dann hier oben, hier unten welche. Also, okay, sagen wir mal 8 mal 2,5 heißt also doch 20 Amperestunden. Ne? Bei 3,7 Volt. Ja, nicht ganz. Wenn wir hier gucken, 14,8 Volt, 5,2 Amperestunden. What? Moment. Das heißt, die sind offensichtlich nicht hingegangen und haben, wie wir das gerade gesagt haben, die hier einfach nebeneinander gemacht und verbunden und dann passt das schon. Ne? Nein, hier ist man stattdessen hingegangen und hat statt dieser Parallelschaltung, dass wir die nebeneinander haben, eine serielle Schaltung gemacht. Das heißt also, man hat den Plus von der einen an den Minus von der anderen gemacht. Und wozu führt das jetzt? Naja, wenn wir jetzt hier unsere, sagen wir mal, 4 Volt haben,
hier 4 Volt haben, dann haben wir zwischen den beiden jetzt 8 Volt. Und wenn wir mal durchrechnen, nominell haben die hier eine Spannung, wie gesagt, zwischen 3 Volt und 4,2. Meistens sagt man, dass die mittlere Spannung, die Standardspannung 3,7 ist. Teilweise liest man auch 3,6, 3,8, aber so um den Dreh. Wenn wir mit 3,7 rechnen, 14,8, da kommen wir auf genau 4 Zellen. Okay, das heißt also, die sind wahrscheinlich hingegangen, haben hier 4 Zellen immer hintereinander geschaltet, sodass wir auf die Spannung bekommen. Oder man hat 2 parallel geschaltet und dann die entsprechend den Plus von den beiden auf den Minus von den nächsten beiden gemacht. Der Vorteil von dieser Verschaltung ist dann, dass wir eine höhere Spannung haben. Eine höhere Spannung heißt dann entsprechend weniger Strom. Heißt jetzt hier auch weniger Milliampere-Stunden, aber Milliampere-Stunden ist eh eine Maßeinheit. Technisch gesehen sollte man die vielleicht nicht verwenden, weil Milliwattstunden ist immer sinnvoller. Denn da hat man dann immer die Leistungsangabe. Hier ist mehr oder weniger Marketing-Sprech, wenn man da jetzt irgendwas in die Richtung schreibt. Und dadurch, dass wir einen geringeren Strom haben, muss der Laptop nicht so viel arbeiten, um seine Spannungen intern zu bekommen. Ist also dann eher vorteilhaft. Aber dieses Design mit Akkus hintereinander schalten hat auch einen entscheidenden Nachteil. Und das ist beim Laden. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Parallelschaltung, wo wir die alle nebeneinander haben. Wie laden wir denn hier? Naja, wir haben unsere Akkus hier. Und wir haben ja schon gelernt, wir laden üblicherweise mit konstant Strom, konstant Spannung. Das heißt also, wir geben uns einen Ladestrom vor, sagen wir jetzt mal 1 Ampere. Und wenn wir anfangen zu laden, dann geben wir 1 Ampere hier drauf. Die Spannung sinkt, weil wir sagen nicht mehr als 1 Ampere. Und sagen wir mal, wir fangen jetzt bei 3 Volt an, geht dann hoch. Solange wir 1 Ampere durchpumpen, laden die Akkus ja immer weiter auf. Das heißt, wir haben dann 3,1, 3,2 Volt. Und so geht das weiter bis zur Ladeschlussspannung, in dem Fall hier wahrscheinlich 4,2 Volt. Wenn wir die erreichen, dann sagen wir, okay, 1 Ampere ist uns jetzt egal, 4,2 ist Maximum, mehr geht nicht und entsprechend geht dann der Strom am Ende runter, statt die Spannung nach oben. Die 4,2 Volt, das ist durch die Chemie entsprechend bedingt. Das 1 Ampere kann man sich ausrechnen. Im Prinzip hier in den Datenblättern von so einem Akku findet man den maximalen Ladestrom und entsprechend kann man den dann benutzen. Höherer Strom heißt, der Akku ist schneller geladen, aber die Lebensdauer geht auch runter und entsprechend man braucht natürlich ein stärkeres Ladegerät. Hier bei denen, wenn wir sie parallel schalten, klappt das Konzept genauso. Wir haben unsere 4,2 Volt am Ende hier auf beiden Seiten anliegen. Der Strom verteilt sich über die Akkus, das heißt, wenn hier Ladestrom, was weiß ich, 5 Ampere wäre, könnten wir mit 15 Ampere theoretisch laden. Aber wie gesagt, normalerweise bleibt man eher drunter, wenn man jetzt nicht auf die Ladegeschwindigkeit da angewiesen ist, einfach um die Lebensdauer zu erhöhen. Okay, also hier laden kein Problem. Jetzt gehen wir nochmal auf unser Serielles hier. Jetzt sind die Akkus hintereinander. Wie laden wir denn jetzt? Nun, im Prinzip erstmal gleich. Wir können jetzt auch loslegen und sagen, okay, wir wollen den Ladestrom von 1 Ampere. Wichtig hierbei, der Strom fließt durch alle Zellen hintereinander. Das heißt, wenn wir hier 5 Ampere haben pro Zelle, heißt das auch komplett 5 Ampere und nicht 15. Weil der Strom sich, wie gesagt, nicht parallel auf die Zellen aufteilt, sondern seriell entsprechend durch alle Zellen hintereinander fließt. Was sich da ändern wird, ist, wenn wir jetzt hier 1 Ampere durchfließen lassen, dann starten wir nicht mit 3 Volt, sondern mit 3,6,9 Volt, wenn die komplett leer sind zum Beispiel. Das heißt also, die Spannung ist höher und der Strom dafür tiefer. Die Leistung ist aber am Ende die gleiche. Okay, jetzt haben wir also unsere Stromphase. Und das haben wir eben gelernt, wenn wir oben ankommen bei 4,2 Volt, dann müssen wir entsprechend da zurückdrehen und diese Spannung halten. Also machen wir das hier bei 4,2 Volt, wir haben ja 3 hintereinander, also was haben wir dann? 12,6 Volt, ne? Ja. Und nein. Theoretisch können wir jetzt sagen, okay, wir machen das hier und kommen hier hinten bei 12,6 Volt raus. Dann halten wir das, der Strom geht ebenfalls runter und alles ist fein. Das funktioniert, solange wir von einer idealen Welt reden. Da sind wir aber nicht. Denn wir haben eben ja schon gesehen, obwohl hier die Akkus alle aus einem Akkupack kamen, war der hier ein bisschen schwächer. Wenn wir also jetzt den schwächeren Akku hier drin sitzen hätten, was würde denn dann passieren? Naja, dadurch, dass die jetzt nicht mehr gleich leer sind,
fangen die sich an, unterschiedlich stark zu laden. Und das kann dazu führen, dass die sich jetzt unterschiedlich laden. Denn der hier muss ja mehr laden als die beiden. Der Ladestrom ist aber ja gleich. Das heißt, die hier sind schneller voll als die. Das heißt aber auch, die Spannungen gehen unterschiedlich. Das kann nämlich dazu führen, dass die hier am Ende bei 4,1 Volt ist und die beiden hier bei 4,25. Und das ist schlecht, weil das heißt, die haben mehr Spannung, als sie eigentlich vertragen. Das kann schief gehen. Und deswegen ist es wichtig, bei solchen Battery Packs, die Serial machen, also ein String machen, ein sogenanntes Balancing vorzunehmen. Das heißt also, wir müssen aufpassen, dass wir die einzelnen Zellen nicht über 4,2 Volt machen. Was bei Parallel ja egal ist, weil die gleichen sich halt gegenseitig aus. Wenn hier 4,2 Volt am Ende anliegt und eine Zelle ist ein bisschen leerer, dann lädt die halt noch und die anderen tun quasi gar nichts. Das heißt also, der Strom ist einfach nur tiefer, aber die anderen beiden Zellen hier, die werden nicht beschädigt. Wohingegen bei so einer Konstruktion das passieren kann. Und das ist auch unabhängig davon, wir haben ja gesehen, bei dem anderen waren es irgendwie 8 und davon mehrere. Das heißt, wir könnten auch jetzt hier so eine Konstruktion bauen, vorzugsweise mit Plus und Minus in die richtige Richtung. Ich habe jetzt nicht mehr Akkus, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Das hier wäre jetzt eine sogenannte 2P3S-Zelle, sodass wir immer zwei parallel haben. Die können wir uns im Prinzip sparen und zusammen betrachten jeweils, als ob das ein großer Akku wäre. Aber diese, die hintereinander sind, müssen wir entsprechend beachten. Und dafür gibt es dann hier in solchen Akkupacks üblicherweise ein BMS, Battery Management System, oder manchmal wird es auch Monitoring System genannt, ist eigentlich wurscht. Und das sorgt dafür, dass jede einzelne Zelle entsprechend überwacht wird, beziehungsweise jeder Block von Zellen und gegebenenfalls überbrückt wird. Das heißt, wenn wir jetzt am Ende ankommen und stellen fest, okay, die beiden hier sind voll, die müssen aber noch geladen werden, dann würde er hingehen und in den meisten Fällen wird es so gemacht, dass man dann über den und den jeweils absichtlich eine Last drüber legt. Das heißt, diese Batterieblöcke hier hinten absichtlich entlädt. Und so dann sicherstellt, dass die nicht mit der Spannung so hoch gehen und sich dann am Ende ausgleichen. Das können wir uns auch hier mal angucken. Ich zerlege mal hier den Akkupack, weil das ist eh ein alter. Da wollte ich eh die Zellen mir draus stibitzen. Wichtig, Vorsicht, wenn ihr das macht. Lithium-Akkus können gegebenenfalls gefährlich sein. Also nicht zu Hause nachmachen. Okay, ich habe leider hier ein Kabel abgerissen. Das war ein bisschen sehr stark am Deckel festgeklebt, aber wir können immer noch, denke ich, genügend erkennen. Was wir allerdings sehen können, das ist so ein bisschen der Aufbau. Wenn ich nämlich mal hier ziehe, dann kommen hier so ein paar Akkus raus. Und was wir hier unten sehen, hier ist eine komplette Busbar. Das heißt also, die vier Punkte hier sind alle miteinander verbunden. Die sind, wie wir mit den Punkten sehen können, geschweißt. Hatte ich ja schon mal gezeigt, wie so ein Schweißgerät aussehen kann. Und wenn wir uns hier das von oben angucken, sehen wir hier entsprechend Linien und hier Linien. Das heißt, Plus und Minus sind vertauscht. Das heißt, wir haben hier zwei Zellen. Diese werden hier oben miteinander verbunden sein. Das heißt, hier und hier. Lasst mal schauen. Ja, da haben wir sie lose. Das heißt also, wir haben, wie erwartet, zwei Stück parallel und dann das Ganze seriell. Na komm. Was wir allerdings auch sehen können, da wo die zusammengemacht sind, da ist nochmal ein Kabel, was weggeht, ein dünnes. Und das ist dieses Balancing-Kabel, was ich angesprochen habe, was am Ende hier auf diesen IC geht, oder dieses komplette Board. Und daraus ergibt sich dann am Schluss das Monitoring und entsprechend auch das die Ausgleichsströme. Ja, versuchen wir das hier mal irgendwie zu entwirren. So, was hatten wir denn jetzt hier wo? Die hier sind miteinander verbunden, wie wir hier sehen können. Also im Prinzip dann so. Die beiden verbunden und die beiden verbunden. Hier in der Mitte haben wir noch einen Temperatursensor drin. Den brauchen wir jetzt, denke ich, nicht mehr. Das hat man auch viel bei BMS, dass die an mindestens einer Stelle die Temperatur überwachen, dass wenn irgendwie was zu heiß wird, der auch abschalten kann. Nochmal als zusätzlicher Schutz zu Überstrom und Überspannung und solche Sachen. Da hat man dann meistens hier sowas. Aber am Ende haben wir hier jetzt unseren String. Das heißt, wir haben hier den Minuspol, der aufs Board geht. Minus geht hier oben auf Plus.
Von dem hier ging es wahrscheinlich mal, hier hinten ist es abgebrochen, auf irgendeine von den anderen Zellen. Das müsste dann die hier gewesen sein. Ja, hier ist es abgebrochen. Das heißt also minus plus, minus plus, minus plus, minus plus. Und von hier dem Pluspol geht es dann wieder aufs Board. Das heißt, hier drüber haben wir dann die komplette Spannung über die beiden. Und von den Zwischendingern, das heißt der Verbindung zwischen den beiden Zellen, der Verbindung zwischen den beiden Zellen und der Verbindung zwischen den beiden Zellen, haben wir jeweils ein Kabel, was hier auf dieses Board geht, wo ein kompletter Mikrocontroller drauf sitzt und dann das Ganze im Auge behält, um entsprechend eingreifen zu können, wenn da etwas schief läuft. Hier kann ich jetzt nicht genau sehen, wie sie es machen, aber das gucken wir uns gleich bei einem anderen Board an. Der hier ist etwas komplexer als das, was man üblicherweise hat, da hier im Prinzip eine komplette digitale Datenverbindung aufgebaut wird, die zwischen dem PC am Ende und dem Board hier der Batterie dann kommuniziert. Aber wie gesagt, wir sehen das grobe Prinzip. Wir brauchen irgendwas, was sich darum kümmert, hier die Zellen auszugleichen, zusätzlich zum üblichen Schutz und Laden, was wir hier haben. Und wir brauchen irgendwie die Zellen hintereinander. So, was also, wenn wir jetzt einen eigenen Akkupack bauen wollen? Also zurück zu unserem Akku. Wenn wir den jetzt hier so aufbauen möchten, dann brauchen wir dafür ein Batteriemanagementsystem. Und wenn wir da uns online umgucken, finden wir natürlich ein paar. Ich zeige jetzt nur die günstigen. Es gibt natürlich noch komplexe, die dann irgendwie WLAN und Bluetooth und alles Mögliche haben. Ich gehe jetzt von einem einfachen Akkupack aus, den er für irgendein Gerät baut. Nicht von irgendwas Größeren, so im Bereich Powerwall oder so. Das hier ist so einer der günstigen, die man finden kann. Das ist jetzt einer, steht zum Glück drauf, 4S, 16,8 Volt. Müsste man jetzt also noch irgendwie ein paar Zellen hinten dran machen. So, jetzt haben wir unsere 4S. Das würde hier in dem Fall sogar fast funktionieren. Und ja, wenn wir jetzt hier mal drauf gucken, dann sehen wir hier, wir haben ein Battery Plus, Battery Minus. Battery Plus kommt an den Pluspol, Battery Minus an den Minuspol. Überraschung, wer hätte das erwarten können. Dann haben wir Power Plus und Power Minus. Das ist entsprechend der Ausgang in Richtung von unserer Last oder auch vom Ladegerät. Das heißt also das, was vom Akku weggeht. Und dann haben wir unten noch VH, VM, VL. Low, Medium, High. Das sind die Zwischenspannungen. Das heißt, wenn wir vom Minus ausgehen, wäre das hier Low. Das würden wir auf den Pin machen. Das hier Medium auf den Pin. Das hier High auf den Pin. Dann haben wir hier drauf einen Chip. Das ist in dem Fall ein SH367003 oder so. Auf jeden Fall einer, der mir so auswendig nichts sagt, der entsprechend das Ganze monitort und dann darauf reagieren kann. Das hier ist aber, da muss man ein bisschen aufpassen, denn da gibt es unterschiedliche Sachen, eine reine Protection. Denn wenn wir uns hier mal die Low, Medium und High angucken, dann haben wir ausschließlich ein kleines Trace, was hier über einen 102 geht, also ein 1 Kilo-Ohm Widerstand. Und der geht direkt auf den IC. Darüber kann man nicht viel entladen. Und auch auf der Rückseite ist entsprechend nichts mehr drauf. Das heißt also, der hier, der wird wahrscheinlich zwar auch überwachen, ob die alle unter 4,2 Volt bleiben, wird im Zweifelsfall aber den kompletten Akkupack abschalten und nicht irgendwie versuchen, die Zellen auszugleichen. Das kann auf Dauer ein Problem werden, weil das heißt zum Beispiel, dass wenn ein Zellpaar schwach ist, die anderen auch nicht mehr komplett geladen werden und entsprechend hat man dann in seinem Akkupack weniger Leistung zur Verfügung, als man eigentlich da hätte. Ansonsten sehen wir aber schön, wir haben hier unsere beiden Widerstände. Das ist ein Shunt, das heißt also, die benutzt er zur Strommessung. In dem Fall hier R010, zwei Stück parallel, also 0,01 Ohm. Zwei Stück, 0,005 Ohm, die Hälfte entsprechend. Und ja, darüber überwacht er, wie viel Strom fließt. Und wenn zu viel Strom fließt, würde er mit Hilfe von hier diesen MOSFETs, werden es wahrscheinlich sein, das Ganze ausschalten und den Akkupack dann, wie gesagt, trennen. Das ist, wie gesagt, eine Variante. Eine andere Variante, das ist diese hier. So, und wenn wir uns das hier mal angucken, das ist deutlich größer als das Board, was wir jetzt hatten. Das hat zwei Gründe. Nummer 1, wenn wir uns hier mal angucken, die MOSFETs nebeneinander halten. Auf dem roten Board rechts sind 4, hier sind 8. Der kann also mehr Strom. Hier stand es jetzt nicht drauf, wie viel Ampere der hier aushält. Der hier kann 25 Ampere. Ansonsten sehen wir jede Menge Zeug, was halt gleich ist. Die MOSFETs haben wir ja schon gesehen.
die entsprechend dann das Ganze trennen können. Wir sehen auch die entsprechenden Schandwiderstände hier oben. Auch hier hat man zwei parallel gemacht, allerdings R005, also zusammen dann 0,0025 Ohm. Kleinere Werte sind da besser für den Ausgang, sind allerdings was schwieriger zu messen. Aber da wir hier höhere Ströme erwarten, ist das zu erwarten. Und was wir auch sehen, sind die Anschlüsse. Wir haben hier unseren Batterie-Minus, Batterie-Plus, Last-Minus und Plus. Und dann haben wir hier Batterie 1, Batterie 2. Hier gibt es keinen Batterie 3. Einfache Erklärung, das hier war ja ein 4S-Board für 4 Akkus, die hintereinander geschaltet sind. Das hier ist ein 3S-Board für 3 Akkus, die hintereinander geschaltet sind. Daher nur das. Was hier aber dazu kommt, das ist hier oben dieser Bereich. Eventuell könnt ihr ja schon erkennen, das sieht irgendwie alles so ein bisschen gleich aus. Das ist der Balancing-Bereich, der bei dem Board hier ja anscheinend fehlt. Das heißt, hier das Board geht hin und überwacht entsprechend jede Zelle. Und wenn eine von den Zellen entsprechend von der Spannung zu hoch geht, also zum Beispiel 4,21 Volt, sagen wir jetzt mal einfach so im Handumdrehen, dann würde der hier diesen Widerstand hier zwischen die Zelle und seinen Nachbarn legen. Das heißt also, die Zelle quasi den Widerstand darüber legen. 101 heißt 100 Ohm. Es ist nicht viel, aber es reicht meistens, um den Akku langsam runterzuziehen und entsprechend die anderen dann laden zu lassen. Man sieht allerdings ja auch noch einen Unterschied. Hier auf dem Ding gibt es keinen dedizierten IC. Hier haben wir wirklich einen IC, der sich darum kümmert. Hier ist es alles mit kleinen Einzelchips gebaut. Was davon jetzt besser ist, da scheiden sich die Geister. So ein Chip, der zentral ist, der hat natürlich einen besseren Überblick. Hat theoretisch auch die Möglichkeit, die Daten dann seriell auszugeben. Wie schon eben gesagt, Wi-Fi, Bluetooth und so weiter. Und ein großer Vorteil ist, dass die hier sich meistens auch programmieren lassen, sodass man da entsprechend dann wählen kann, wie aggressiver sein soll. Was hier bei den Einzelchips nicht möglich ist. Aber prinzipiell, diese tun meistens ihren Job und sollten dann auch funktionieren. Das heißt also, prinzipiell können wir mit beiden Boards arbeiten. Müssen ein bisschen aufpassen, das hier verlieren wir im Zweifelsfall ein bisschen was an Kapazität. Das hier tun wir das nicht, der gleicht das im Zweifelsfall aus. Beide haben gemeinsam, dass sie einen Schutz drin haben vor zu hohen Strömen. Beide haben gemeinsam, dass sie die Zellspannungen überwachen und bei zu tiefem Akkustand oder zu hohem Akkustand das Ding auch entsprechend trennen. Was beide allerdings auch gemeinsam haben, das sind reine Protection Boards oder Balancing Boards. Das heißt, die hier sind nicht dafür geeignet, den Akku zu laden. Also eingeschränkt jedenfalls. Das heißt also, wenn wir hier so einen Akkupack laden wollen, müssen wir extern ein CCCV-Ladegerät anschließen. Das ist nicht hier mit integriert. Leider habe ich bisher noch keine Chips wie hier sowas gefunden, die hier so ein Balancing Board und den Charger komplett integriert haben für einen geringen Preis. Wie gesagt, es gibt professionelle BMS-Systeme, die das durchaus haben, die kosten dann halt ein paar Euro mehr. Aber so eine paar Cent-Lösung gibt es da anscheinend bisher leider nicht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie man hier so Batterien auch entsprechend in größeren Stückzahlen dann in einen Akkupack zusammen machen kann. Wie am Anfang schon gesagt, achtet bitte darauf, dass ihr grob euch das auch angeguckt habt, wie das funktioniert, dass ihr die Zellspannungen und die Datenblätter euch durchgelesen habt und ganz sicher seid, dass das alles zueinander passt. Denn wenn man die halt falsch anklemmt, solche Lithiumbatterien haben im Zweifelsfall eine Menge Energie dahinter und wenn die Energie sich entlädt, das gibt halt im Zweifelsfall auch ein schönes Feuerchen. Und ihr seht ja auch immer wieder in den Medien, was ein kaputter Akku für entsprechende Schäden anrichten kann. Deswegen bitte vorsichtig sein mit Lithium-Akkus, nur unter Aufsicht laden. Ja, auch den in eurem Handy oder Laptop nur unter Aufsicht laden. Und im Zweifelsfall lieber eine Sicherung mehr einbauen. Ihr habt ja gesehen, hier hinten bei diesem Board hier, da hatten wir diese Thermosicherung noch zusätzlich drin, beziehungsweise das hier ist einfach nur ein Thermosensor. Aber auf dem anderen Board war sogar eine komplette Thermosicherung hier drauf, die entsprechend, wenn da irgendwas überhitzt, den Akkupack direkt trennt. Das ist gerade beim Laden eine sehr wichtige Sache. Das heißt, sowas sollte man immer extern auch noch dran bauen. Prinzipiell lassen die sich aber selbstverständlich sicher betreiben. Ich meine, es sind eine Menge Akkus unterwegs und auch wenn natürlich in den Medien jeder Brand breitgetreten wird, das sollte man natürlich ins Verhältnis setzen. Im Prinzip hat ja jeder irgendwie 4, 5, 6 Akkus wahrscheinlich bei sich in der Hosentasche. Da hat man irgendwie ein Handy, ein Tablet, ein Laptop, eine Smartwatch und was weiß ich was noch für alles,
was noch alles für Gadgets da rumfliegen. Und bei der Menge ist natürlich dann auch immer mal was dabei, wo was passiert. Aber es ist halt überschaubar für so eine Technologie, die doch eine Menge Strom hält. Auch ich kenne Leute, die haben sich hier mit solchen 18650ern da durchaus irgendwie mehrere Kilowatt schwere, das halbe Haus irgendwie mit Strom versorgende Battery Packs gebaut. Muss man natürlich sich im Klaren sein, dass man da sehr, sehr aufpassen muss mit dem BMS, mit entsprechend dem Management, mit auch dann entsprechend hier den Verbindungen zwischen den Zellen, weil naja, so ein Nickelstreifen ist auch nur für einen gewissen Strom erstmal gut. Aber wenn das mehr ist, muss man auch da entsprechend sich überlegen, dass man da mehrere macht, dass man die Aufteilung anders macht und das nicht irgendwie über ein paar Drähtchen macht. Aber prinzipiell ist es mit hier solchen BMS-Boards ohne Probleme möglich, so einen Lithium-Pack recht sicher zu bauen und auch ohne größere Schäden über längere Zeiten zu betreiben. Und ja, ihr seht ja schon, der hier, der ist schon halb zusammen. Wenn ihr den sehen wollt, ja, Video schneide ich dazu auch noch. Und ja, bisher tut alles hier auch das, was es soll.